Nuljana, die zweite der sieben Winde, deren Name uns von den Elfen bekannt ist, kriecht stets von Nordwesten heran. Sie wird auch Nebelbringerin genannt, denn in ihrem kalten Hauch wabern weiße Schwaden, die den Blick verhüllen und Abscheuliches im feuchten Gewand verbergen. Wind- und Flautenzauberei, Exemplar auf der Prinzessin Lamea, Torwaldsche Abschrift von 926, Bosbarans Fall. Gerade habt ihr euch beim roten Licht der untergehenden Sonne mit euren Näpfen und Krügen am Oberdeck niedergelassen, um zusammen mit den anderen Matrosen das von Celcion lauthals angekündigte Abendmahl einzunehmen, als es plötzlich alarmiert vom Ausguck tönt. Nebelbank, Steuerbord voraus! In etwa einer Meile Entfernung liegt eine graue Nebelbank auf dem Wasser, die mit dem schwindenden Sonnenlicht immer näher herantreibt. Boltax wurde eben gerade nach unten geführt. Ihr könnt es allerdings erkennen, unter den Seeleuten macht sich schauerlicher Seemannsgarn über die See der klagenden Glocken breit und über Nuljana. Obwohl ihr recht gut vorankommt in Richtung Kunchom, könnt ihr mit dem Schiff dem Nebel nicht ganz ausweichen. Ihr könnt ihr erkennen, unheimliche Geisterfinger, die dort entlang treiben, mit euren Blicken spielen. Die Nebelschwaden, die euch langsam angreifen. Das muss Boltax Verstand ganz wuschig gemacht haben. Wie sie dann nach und nach auf euch zutreiben. Ihr könnt erkennen, wie Zulamin nach oben tritt. Von den Schreien von Boltax aufs Deck gerufen. Höhlen, der Mast wird eingehüllt, Aufbauten. Die Seeleute, die in dem wabernden Dunst langsam verschwinden. Vom Hüttendeck aus schallt noch ein Kommando, die Lichter an Bord mögen entzündet werden. Es ist auffallend kühl geworden. Der Wind hat fast schlagartig nachgelassenes Zimmer liegen gekommen. Irgendwo achtern ist ein Nebelhorn zu hören. Als ob dort ein Begleitschiff wäre. Und dann herrscht wieder Stille. Totenstille. Plötzlich ist ein fernes, unwirkliches Geläut zu hören. Die Seeleute um euch herum, ihr könnt sie nicht wirklich sehen, aber ihr könnt ihre Angst im Nebel spüren. Ihr könnt sie wieder hören, wie sie flüstern, dass ihr verflucht seid und dass ihr verloren seid. Ein Knarren und ein Ächzen dringt steuerbords aus dem Nebel und im spärlichen Restlicht ist ein monströser Schatten zu erkennen, der sich langsam zwischen den nebligen Schlieren auf euch zubewegt. Ihr könnt das entsetzte Ächzen von den Matrosen hören, als sie erkennen, worum es sich handelt. Eine gespenstische Trireme. Am Mast des fürchterlich zugerichteten Seelenverkäufers hängt ein zerschlissenes Segel, das sich unheimlich durch geisterhafte Winde bläht. Wanden und Reste der zerfetzten Takelage hängen noch gleich moderndem Algenbewuchs von den Rahen herab, während die Außenhaut, Reling und die Deckaufbauten den Eindruck erwecken, als ob irgendwann ein fürchterlicher Sturm über sie hinweggefegt sei. Dumpf erschallt eine angsterfüllte Stimme vom Bugkastell. Erkennt ihr die Muscheln auf der Reling? Bei allen Göttern, das Schiff lag auf dem Meeresgrund. Hört ihr? Auf dem Meeresgrund! Wir sind verflucht! Reißt euch zusammen, Matrosen! Kapitän! Kapitän, seid ihr hier irgendwo? Ja, hier! Tast mich so langsam mal zu Diamantesinn. Ah, da seid ihr ja. Nun, was ist das für ein verdammter Nebel? Da scheint wohl irgendwer den Schutz des Nebels zu nutzen, um irgendwelche Schiffe aufzureiben, aber nicht mit uns. Alle Mann auf Gefechtsstation! Bereitet euch vor! Kapitän, wisst ihr, wo Zulamin ist? Sie sollte vielleicht einige Worte mit Boltax wechseln. Er hat den Verstand verloren. Ich denke, sie ist unter Deck mit ihm. Wir sind verflucht! Möchte mir wohl jemand erzählen, wie ich bei diesem infernalischen Lärm arbeiten soll? Afim, was ist denn mit Boltax los? Geister. Ich habe Schreien gehört von unten. Geister! Da sind Geister! Ein Geisterschiff! Zulamin, du musst es sehen! Große Geister, kleine Geister! Lange, große,
dünne. Geister vom Meeresgrund. Ja. Ach, Voltax, jetzt beruhig dich, da ist ein Schiff. Ja, das sehen wir alle, aber das sind noch lange keine Geister. Afim, hol deinen Schlagring. Er ist Boron geweiht, nicht wahr? Damit wirst du die Geister treffen. Zulamin, du musst etwas tun. Geister! Die Toten lenken das Schiff, oh mein Gott! Bringt euch in Sicherheit! Sind denn hier alle wahnsinnig geworden? Auch doch, was da ist... Zulamin, könnt ihr nicht etwas tun, damit er sich beruhigt? Ich brauche ein wenig Ruhe hier unten. Ich denke, wir haben die Lage schon im Griff. Nein, das haben wir nicht. Was wollen wir gegen Geister tun? Was wollt ihr gegen Geister tun? Seid ihr in der Lage, Geister zu bekämpfen? Nein, also, wir müssen etwas tun. Und Margus, euch ist die Grundlage der Abschwörung bekannt? Ja. Ihr wisst, dass man sphären fremde Wesen in die Sphäre zurückschicken kann, egal aus welcher sie kommen? Nun, ihr besinnt euch vielleicht auf eure Künste, Bordmagus, anstatt auf eure Gefühle. Willenskraft ist das Thema des Tages. Ich sage euch nur, meine Kraft reicht nicht mehr aus, um ein ganzes Schiff zu entschwören. Nein. Bei Onkel, also, nein. Also, wenn es wirklich Geister sind, das wäre tatsächlich nicht so gut. Zulamin sieht es auch etwas besorgt aus und wirft einen Blick durch die offenstehende Tür in den Nebel hinaus. Die Interaktionsmöglichkeiten mit der stofflichen Welt sind begrenzt. Ich glaube wohl kaum, dass sie in der Lage wären, ein gesamtes Kriegsschiff zu bemannen, nicht wahr? Aber wenn es euch beruhigt, sehen wir uns doch auf dem Oberdeck um. Ich bin mir sicher, der Kapitän hat die Lage bereits im Griff. Eine ganz schlechte Idee. Dann übernehmen die Geister euren Verstand und ihr seid eine Marionette der Geister. Servetino hatte sich schon halb umgedreht, blickt dann nochmal zu Zulamin zurück. Vielleicht bleibt ihr besser beim Bord, Margus, und gebt auf ihn Acht. Serpentino, du spürst wohl, wie an deinem Gürtel einige Fiolen, die dort entlang baumeln. Natürlich, sie sind gut eingepackt, kein Glas, wie es die Anfänger machen, sondern in Metall. Aber du kannst spüren, wie die Flüssigkeiten an deinem Gürtel unter Nullpunkt annehmen. Ich versuche mich davon nicht beeindrucken zu lassen und humple auf meinen Stab gestützt aus dem Raum und die Treppen hoch. Ab und zu fluchend, wenn ein vorbeieilender Seemann mich fast umschmeißt. Ja, du kannst auch sehen, wie neben dir im Flur Celsion herumläuft, schlägt wohl mit so einem kleinen Kochlöffel auf seinen Metallkessel und ruft herum, wir sind verloren. Zulamin, geht in die Küche und holt Salz, Steinsalz, zieht einen Kreis um euch, dann können die Geister nicht hinein. Ja, wenn es wirklich Geister sind, dann habt ihr recht, Angst zu haben. Denn ich könnte euch töten, wie ich Serpentilio fast getötet habe. Raja, schütze mich. Und sie umarmt sich mehr oder weniger selbst. Raja, schütze mich und alle, die ich liebe. Und wirkt einen Harmoniesegen auf sich selbst. Ich weiß nicht, ob das gegen Besessenheit hilft, aber Zulamin glaubt, dass es wirkt. Geister der Toten sind die wahren Eigentümer der Dinge und Güter der Welt. Mit ihnen ist der Handel und Austausch am wichtigsten und der Nichttausch am gefährlichsten. Man gibt ihnen die Opfergaben und erhält im Gegenzug ihre Gaben und ihre Macht. Wer Holz schlagen oder ihre Erde umgraben will, muss die Geister bezahlen, denn sie sind überall und in allem. So jedenfalls erklärt es der Schamane meinem Gefährten, nachdem er ihm die Perlenschnüre und einen kleinen Finger abgeschnitten hatte. Ich war heilfroh, dass wir unsere Schulden bei den Geistern des Dschungels, insbesondere denen des Floßholzes, hatten bezahlen können. Denn danach blieben wir auf unserer Reise von weiteren spukhaften Erscheinungen weitestgehend verschont. Der berühmte Derograph der Neuzeit, Bastan Munter, in Die dampfenden Wälder von den Metäglichen Eilanden. Circa 645 nach Bosbarans Fall. Übertragen ins moderne Gareti. Die unheimliche Trireme erstrahlt in einem tiefdüsteren Violett und taucht die Nebelfetzen in einen blutigen Ton.
Plötzlich ist vom Geisterschiff dutzendfaches Wehklagen zu hören. Ein gequältes Knarren dringt an eure Ohren. Das vermoderte Schiff dreht mit grotesk geblähtem Segeln bei und hält unmittelbar auf die Drachentöter zu. Nun verändert sich auch die Außenhaut des Geisterschiffes, als würde das Holz der Trireme Wellen schlagen. Dort stülpten sich unzählige Holzgesichter nach außen. Gesichter, deren Münder zu stummen Entsetzensschreien geöffnet sind und deren hölzerne Augen tot zu euch herüberglotzen. An Deck und in den Wanden enthüllen sich gut ein Dutzend durchscheinender Gestalten, die Säbel und Entermesser in ihren Händen halten. Nebelklang erteilt wütend den Feuerbefehl. Rotzen und Harpunen des Schiffes decken den unheimlichen Geistersegler mit einer vollen Breitseite ein. Nasses Segeltuch zerreißt, Rahen fallen, Aufbauten zersplittern. Doch mehr passiert nicht. Die ersten Matrosen um euch herum ergreifen die Flucht und verstecken sich irgendwo an Bord. Salz, ihr wolltet Salz. Ich laufe. Einen Moment, Boltax. Schnell, schnell! Zieht einen Kreis um euch, sobald ihr das Salz habt. Und Zulamin rennt nach unten in die Küche. Diamantes, das bringt nichts! Wir haben getroffen! Verdammt nochmal, ich konnte es sehen! Wo sind denn unsere Magier? Kohlrab, Nebelklang! Nebelklang, Paligan! Ich bin hier! Meine Mutter hat mich immer davor gewarnt. Verdammt nochmal, Nebelklang, ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Wir haben getroffen. Währenddessen kannst du neben dir im Nebel hören, wie ein Holzbein aufschlägt und Hasswolf dir eine warme Hand auf die Schulter legt. Keine Sorge, Jungchen. Wir überstehen das Abenteuer. Nicht mit dieser aufgebrausten Mannschaft. So etwas habe ich wahrhaftig noch nicht gesehen. Kann es sich wirklich um ein Geisterschiff handeln, Hasswolf? Wo ist der verdammte Kapitän? Er soll hier für Ruhe sorgen. Oder ihr? Männer, öffnet die Fässer mit dem geweihten Wasser. Taucht eure Säbel ein. Lasst die Säbel ausgeben. Macht schon. Diamantes, gib Befehl. Gute Idee. Dragan, wenn du mich hörst, lass die Waffen ausgeben. Scheiße nochmal, ich sehe ja nicht mal die Hand vorm Augen. Waffenausgabe! Angetreten! Öffne die Fässer mit dem Wasser! Ja, Kapitän, was macht man denn gegen Geister? Nun, man bekämpft sie oder man stirbt. Oder beides. Ja, eure Weisheit ist wie immer unerschöpflich, aber habt ihr auch einen Plan? Nun, ich habe mit Geistern noch nicht viel zu schaffen gehabt. Was ist dieser verdammte Serpentiro? Guardianum Paradei, schütze uns vor Zauberei! Könnt ihr die Stimmen, die alte kratzige Stimme von Magistra Kohlrab erkennen? Und der Nebel teilt sich, bildet so eine große Kuppel. Und ihr könnt darin erkennen, ja, Kohlrab. Alt wie sie ist, aber sie scheint die Ruhe zu bewahren und wirkt wohl mit ihrem Zauberstab einige Matrizen, damit sich der Guardianum auch noch nachträglich etwas weiter vergrößert, verschiebt und den Nebel wegdrängt. Fangt an zu zaubern! Kommt an Bord! An Deck! Man sieht Serpentino noch auf der Treppe stehen, als sich der Nebel lichtet, wie er gerade noch auf der Treppe von mit seiner Hand am Wedeln war. Ah, da oben! Dank dich, Imedor! Hilf mir einmal! So! Was ist denn hier überhaupt am Gange? Nun, wir haben es mit Geisterschiffen zu tun. Oder einem Geisterschiff. Wie auch immer. Offensichtlich handelt es sich hierbei wohl um einen magischen Nebel. Vielen Dank an Magistra Kohlrab. Und? Was wollt ihr? Was sollen wir gegen diese verdammten Geister tun? Ihr seid der Experte dafür. Nun, könnt ihr mir einen Geist weisen, Kapitän? Sag mal, Nebel, wo ich das Schiff zuletzt gesehen habe. Dort da drüben. Sieht man da irgendwas? Also das Schiff taucht immer wieder auf, fährt immer wieder mal auf euch zu und löst sich dann im Nebel auf. Aber wenn du mal seinem Finger folgst, dann wirst du dort zumindest Schemen und Schatten erkennen können. Und du siehst doch, dass das Schiff nicht natürlich ist. Nun, ich schlage vor, ihr macht die Hauptbatterie feuerbereit.
Nur, das ist längst passiert. Es war relativ erfolglos. Habt ihr die Schüsse nicht gehört? Habt ihr denn auch getroffen? Wir haben getroffen. Selbst meine Mutter hat die Einschläge gehört. Nun, Kapitän, dann ist die Annahme zu treffen, dass das Schiff an sich nicht stofflich ist und wir entsprechend unter einem Gardianum entsprechend sicher sein sollten. Wir sollten nichtsdestotrotz unseren Hut nehmen und hier verschwinden. Wir sind verflucht! Verdammt nochmal, ich will nicht noch einmal hören, dass wir verflucht sind. Wir probieren das gleich nochmal. Nächste Salve. Diesmal taucht die Rotzenkugel in dieses gesegnete Wasser. Gebt mir doch, was das angeht, eine Minute, ja? Ich trete an die Reling und fange an, einen Zauber zu wirken. Welchen? Zuerst ziehe ich aus dem Stab einen Reversalis. Dann lass mich dir dafür ganz kurz eine Probe geben. Ach, sorry, die mal wieder nicht unter Mystic abgespeichert ist. Ja, die ist auf jeden Fall geschafft, da müssen wir gar nicht jetzt rechnen. Und dann hinterher ein Nebelwand und Morgendunst, denn der ist in der Lage, jede Art von natürlichen und oder magischen Nebelfeldern aufzulösen. Ich möchte da ganz 20 Haarspiel reinlegen, denn das ist alles, was ich habe. Und wir sehen uns das an, die Probe ist um 2 Punkte erschwert, weil es sich um einen Reversalis handelt. Und ich möchte mir ganz gerne Zeit lassen, denn sie dauert nur 5 Aktionen. Ich glaube, auf 10 bis dahin sind die Rotzen nicht nachgeladen. Ich quatsche vor mich hin und darauf hin muss... Hier. So, es ist insgesamt um 2 Punkte erleichtert. Nehmen wir es also an. Dies ist gut gelungen. Und dann möchte ich den Nebel vor allem um unser Ziel herum, also um dieses Schiff, auflösen. Ich kann 20 mal 20 400 Rechtschrittnebel auflösen. Das sollte, glaube ich, reichen, um uns zumindest ihren groben Korpus zu offenbaren. Ja, du merkst wohl, dass die Sonne weiter unten gegangen ist im Verlaufe. Das letzte rote Glühen ist mittlerweile verschwunden, weil ihr auch eingetaucht seid in dem Nebel. Und dann kannst du mit der Matrix den Nebel abspenstig machen und das Geisterschiff taucht vor dir auf. Nun ist es nicht mehr verborgen von den Spielereien und du siehst, wie du wohl ihren Zorn erweckt hast, wie es direkt auf euch zufährt. Es hat genug der Spielchen, hat genug Angst und Schrecken verbreitet. Ihr könnt sehen, wie die Geistertrireme auf euch zukommt und heranschrammt, Mundschnell verkrustet, die Außenhaut fährt direkt auf euch zu und schrammt entlang. Ihr könnt Geisterkrieger erkennen, die dort mit ihren Speeren sitzen, heulen zwischen den Seesöldnern, wie sie aus den Wanden herausspringen, die unheimlichen Angreifer, zahlreiche Krieger, die jetzt aus dem Nebel selbst herausgerissen auf euch zugleiten und auf Deck springen, dort zerstieben wie eigener Nebel und dann ist wieder alles still. Ist das Schiff noch da oder verschwindet das? Das Schiff ist noch da. Ist mit seiner muschelverkrusteten Haut direkt an euch angedockt und es hat sich wohl festgeklebt, ohne dass eine Planke ausgeworfen wurde oder das Enterhaken sich an euch befestigt haben. Da habt ihr euer Ziel, eins so. Ich schlage vor, ihr nutzt die Gelegenheit. Nebelklang, wurden die Befehle umgesetzt und sie rotzen wieder feuerbereit. Noch nicht, wir brauchen noch etwas. Also gut, Kapitän, was habt ihr jetzt vor? Wir greifen an. Habt ihr den Namen des Schiffes gesehen? Nein. Eine Trireme. Eine Geistertrireme. Schiffe. Der Name eines Schiffes hat Macht. Das solltet ihr nie vergessen, Kapitän. Gut, dass ihr mir nichts Neues erzählt. Habt ihr dann den Namen des Schiffes gelesen? Ah, es ist die Admiralin Misa von Rukaldu. Ist euch das Schiff bekannt? Die Admiralin Misa? Es ist vor ein paar Jahren untergegangen. Mehr als 10. Es war wohl einem Angriff einer Dämonenarche ausgesetzt und wurde dadurch vernichtet. Nun, dann werden wir es wohl ein zweites Mal versenken müssen. Ihr wisst aber schon, dass Geisterschiffe selbst nach der Vernichtung sich wieder aufbauen, oder? Nun ja, wir müssen ihnen entkommen.
Und Angriff ist die beste Verteidigung, wie man so schön sagt. Serpentilio, du spürst, wie dein Zauber wohl immer noch wirkt. Aber irgendetwas schiebt sich an deiner Resistenz, an deiner Matrix vorbei. Als würde es etwas Göttliches sein. Es sind keine geisterhaften Finger, sondern vielmehr Tentakel. Du kannst ihre Krakenarme erkennen, wie sich dort Nebeltentakel ausbreiten vom Geisterschiff und neuen Nebel erzeugen. Dementino klammert sich die Knöchel weiß an seinen Zauberstab und konzentriert sich. Kapitän, irgendetwas stemmt sich dort mit großer Kraft gegen uns. Es stemmt sich aber nicht gegen deinen Zauber. Und gerade das ist das Problem. Göttlicher ja, Nebel. Er versucht mit aller Geisteskraft, die er hat, den Nebel zu vertreiben, bis er irgendwann anerkennt, dass es nichts wird, einen langen Seufzer ausstößt und den Zauber fallen lässt. Die Wirkung an sich ist ja sofortig, aber trotzdem. Was auch immer es ist, Kapitän, es ist kein gewöhnlicher Nebel und auch kein magischer. Macht daraus, was ihr wollt. Dann werden wir das Ursprungsziel bekämpfen. Ich gehe nicht davon aus, dass Fex uns Nebel schickt oder ihn den Nebel schickt. Sind die Waffen verteilt? Waffen verteilt. Dann Angriff! Was sollen wir denn angreifen? Die verdammten Geister! Ihr könnt sehen, wie die ersten Dukatengardisten mittlerweile wohl ihre Säbel in das Wasser getunkt haben, in das geweihte Wasser von Hasswolf und jetzt rüberspringen. Ich möchte das beobachten. Haben die da Halt oder fallen die einfach ins Wasser? Nee, die haben Halt. Die stehen dann auf der Oberfläche des Schiffes und schauen sich um. Ich halte dies für keine gute Idee, Kapitän. Was habt ihr sonst vor? Euch kampflos vergeben hier? Nun, ihr könntet den Bordmagus herbeiholen, unter der Annahme, dass er wieder zu Sinnen gekommen ist, und ihn etwas Wind in die Segel setzen lassen. Kapitän, hier ist nichts. Bleibt einfach dort drüben. Wir setzen die Untersuchung ohne euch fort. Damit verschwinden die Dukatengardisten im Inneren des Schiffes. Ihr solltet sie dringend zurückrufen. Dieses Schiff ist eine Umgebung, die nur unser Feind kontrollieren kann. Lassen Sie jetzt einmal versuchen, was herauskommt. Wo ist denn dieser Stierkopf-Schamane? Ich würde ja Boltax fragen, aber er ist gerade nicht bei Sinn. Vielleicht kann er uns irgendwie von Hilfe sein. Rafim? Ja, warte, ich geh ihn holen. Wenn ihr Magier in der Zwischenzeit was Nützliches machen wollt, lasst euch nicht aufhalten. Und damit würde ich mal nach unten schreiten. Meinen Trollzackern. Ja, mittlerweile könnt ihr wohl erkennen, wie Magister Kohlraab auch stirnrunzelt den Guardianum abgebrochen hat. Neben ihr steht auch Marcesca Paligan und auch wohl Lahalkash und Angroschminia stehen irgendwo neben euch mit den Händen verschränkt oder aber in die Hüfte gestemmt, blicken misstrauisch rüber auf die andere Seite, so sie noch nicht vom Nebel verschlungen wurde. Ja, Diamantas hat sich währenddessen seine Avalone gegriffen. Ebenfalls ein Einsatz der Bolzen, die er bei sich trägt, in das heilige Wasser getaucht und fängt an, im Wasser benetzten Bolzenspitze Avalone zu laden, während er immer wieder erwartungsvoll Richtung Geisterschiff schaut und den Dukatengardisten hinterher, die darauf verschwinden. So sollte bisher eigentlich keine Begegnung mit einem Geisterschiff ablaufen, Kapitän. Abenteuer, soweit ich das sagen kann. Nun, sie werden sich schon zeigen, vermute ich, früher oder später. Ich glaube nicht, dass wir ihnen entkommen können. Aber was wollen sie von uns? Nun, das werden sie uns mitteilen, vermutlich. Entweder wollen sie unsere Seelen, unser Körper oder unser Schiff zerstören. Nun. Hey, ihr da drüben! Zeigt euch! Die Dukatengardisten sind allesamt im Inneren des Schiffes verschwunden. Du rufst hinüber und es passiert nichts. Diamantas, wie ist einer dieser Gardisten nochmal?
Der Große mit der Narbe im Gesicht. Ihr sprecht von Dragan, Kapitän. Ja. Einer unserer besten Männer. Ah, Dragan, melde dich! Dragan! Verdammt, wo sind sie hin? Ich gehe rüber. Kommt noch jemand mit? Kapitän, wir haben die Lage wirklich nicht unter Kontrolle. Meint ihr wirklich, es ist Luke, dass wir euch da drauf schicken? Nun, irgendjemand muss ja auf euch aufpassen, aber ich lasse euch gerne wissen, dass ich über keinerlei Zauberkraft mehr verfüge. Greifen, Mond. Habt ihr das auch gehört? Nein. Greifen, Mond. Ihr ruft es nach eurem alten 1-Ohr, Kapitän? Es scheint so. Gut, kommt. Wer hier bleiben will, bleibt hier, aber ich lasse meine Männer drüben nicht im Stich. Ich würde mir dann also den Säbel ziehen, durchs Weihwasser tauchen und mich rüberschwingen und das ging noch Stück. Und ich lasse euch nicht im Stich, Kapitän. Ich bin direkt hinter euch.